Und damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Gary und bei den Würzburger Kickers. Es geht in die erste Runde im DFB-Pokal. Wir haben eine gute Mannschaft aufgestellt und Sascha Meier darf im Pokal spielen, das haben wir gesagt. Und wir werden deshalb Dirk Schröder einfach mal auf die Tribüne setzen. Das wird ihm nicht gefallen für das eine Spiel, aber das nehmen wir halt so in Kauf. Servais werden wir ausleihen, weil ich weiß nicht warum, aber ich kann ihn irgendwie nicht verkaufen gerade. Der geht für 5 Millionen Richtung, na, für 3 Millionen Richtung Union Berlin. Barron werden wir verkaufen, Hammett werden wir nicht verkaufen, wenn er nicht will. Und ich habe Spieler an der Angel, weil ich habe mir ein paar Comments von euch durchgelesen und habe mir das nochmal zu Herzen gehen lassen. Wir sind wohl noch nicht so fertig und genauso sieht es zum Beispiel Christiansen aus dem FM-Zocker-Forum. Kader ist noch gar nicht fertig, 2 ZM und einen weiteren IV neben Tapsua wird definitiv benötigt. Ich weiß nicht genau, warum 2 ZMs, weil ja, wir haben hier noch Jonas Buhr, der auch noch im ZM mit 71 nur, aber immerhin spielen kann. Ich habe aber, glaube ich, eine gute Lösung gefunden, denn ich habe Amiri loseisen können von Leverkusen. A, kennt er sich dann schon mit unseren Tapsua aus. B, können wir irgendwie auch die Konkurrenz schwächen. C, spricht er Deutsch und ist vereinstreu und ehrgeizig. Und ich fand auch hier generell die Werte eigentlich ganz cool. Von daher ja, holen wir uns 2 Leverkusener. Ich habe aber verstehen können, dass man vielleicht mit noch einem IV reingeht, weil Schlotterbeck mit 71 halt auch eher so weit weg vom Schuss ist und in der zweiten Mannschaft die Talente mit 70 auch eher nicht so gut sind. Deshalb habe ich mir noch einen älteren angeschaut, um auch mal ein bisschen die Altersstruktur wieder ein bisschen ja, nicht ganz so jung da stehen zu lassen. Und bin hier bei Veljkovic hängen geblieben. Der ist fair, der ist Sprachgenie, ehrgeizig und Teamplayer. Das mag ich ja auch immer. Hat eine 77. Ich finde, damit kann man sehr gut arbeiten. 79 ist so das Maximum, was wir bekommen können. Das sei mal noch dazu gesagt. Also von daher sind wir da auch relativ nah dran. Und ja, werden schauen, wie das so läuft. Ich hatte auch noch überlegt, an einem Stürmer statt zum Beispiel Kamara oder sogar statt Etete, weil er kein Deutsch kann. Aber so einen richtig geilen Stürmer habe ich nicht gefunden, wo ich gesagt habe, ah, den sollte man irgendwie organisieren. Wir können ja mal gerade zusammen reingucken. Natürlich ist 79 immer noch sehr, sehr stark und sehr, sehr geil. Aber so ganz, weiß ich nicht, hier Kunja hat zum Beispiel einen Einzelspieler und so. Das ist dann wieder blöd für die Teamdynamik. Er hier hat gar nichts, aber Dribbler ist auch nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Mbolo, der wäre noch ganz interessant, aber mit 77 dann, ja, ist dann auch schon wieder 2 Punkte. Also, so insgesamt habe ich nicht das gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das sollten wir uns organisieren. Falls ihr irgendetwas röcheln hört, ist das mein Kind, das ist immer noch krank und hustet immer mal ins Babyfon. Ich hoffe, es schläft zumindest durch. Falls ihr was anderes röcheln hört, das ist eventuell mein PC, weil irgendwie ein Lüfter, der macht gerade so ein bisschen Stress und röhrt irgendwie rum. Ja, müssen wir mal schauen. Also so ganz genau gesehen, Mateta mit Sturmtank, da habe ich noch am ehesten fast dran überlegt, aber so richtig viele Tore macht er halt auch nicht, ne? Und wobei 95 bei Mainz auch nicht so schlecht. Da weiß ich noch nicht, ob wir da richtig am Start sind. Volland würde ich auch gerne kaufen, den mag ich einfach irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mochte den schon immer. Aber mit 34 hat nicht. Wenn er 31 wäre und vielleicht eine 78 hätte, hätte ich den wahrscheinlich geholt. Der hat nämlich auch geile Sachen. Teamplayer, professionell, trainingsfleißig. Dann noch hier 1% auf alle Mitspieler. Das hat keiner von den anderen hier. Und ja. Schick, Patrick Schick, in der Realität ja auch gerade ganz krass am Abgehen, hat ja verlängert, ein bisschen überraschend finde ich, bei Leverkusen, er spielt hier auch noch bei Leverkusen, vereinstreu und ehrgeizig, fände ich auch gut, aber ja, 75 ist dann auch schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, brauchen wir dann auch nicht so ganz. Also, falls ihr irgendwie irgendjemanden gesehen habt, wo ihr sagt, ah Gary, das sollten wir doch noch machen, bitte, ansonsten finde ich unsere Kombination mit Kamara und Etete eigentlich ziemlich cool. Hätte gern 80er vorne drin gehabt, werden wir aber nicht kriegen, ist dann halt so. So, wir gehen rein in die Kommentare kurz und dann gehen wir in den DFB-Pokal rein. Piano hat er noch geschrieben, Niederlage gegen BVB geht in Ordnung, DFB-Pokal ist wichtiger, Servais würde ich auch verkaufen, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, das nicht geht, vielleicht haben wir da irgendwie letztens erst verlängert oder so, ich bin mir nicht sicher. Piano Schulz am besten verleihen, rechts außen hat der ja auch, vielleicht passt er irgendwo in die dritte Liga, das können wir uns noch gerade angucken hier, anbieten, im Pokal darfst du mal ran auf jeden Fall. In die dritte Liga mit, was hast du jetzt hier gesagt? 62, 63, da müssen wir mal schauen. Ne? Das ist so ein bisschen knapp ist das. Das ist ein bisschen sehr knapp. 67, 68, ah hier, guck mal, hier zum Beispiel.
Was haben die hier? Altklinike. Oh, Kind, hör mal auf zu husten, ey. Ja, 65 auch, ne? Die kennen wir noch nicht stark genug. Also, so ganz sehe ich die, ehrlich gesagt, dritte Liga nicht so unbedingt bei dir noch hier. Aber ich verstehe, was du möchtest. Und deshalb werde ich dem nachkommen oder nachkommen, nicht nachkommen. Du hast da noch geschrieben, vielleicht dritte Liga Österreich oder Schweiz. Österreich können wir mal noch gucken, das ist Spanien. Österreich sieht so aus. Im Team hier, die haben halt auch alle gar nicht so schwache Leute. Ne? 70, also da ist da noch viel, viel Luft nach oben. Rechts außen. Und die ein bisschen schwächer sind hier, ne, mit 73, 69 und so weiter, die spielen dann nicht mit Außenspielern irgendwie. Das ist auch irgendwie crazy. Oh, guck mal hier, Red Bull Salzburg, einer der wenigen Teams, die mit rechtem Mittelfeld und linkem Mittelfeld spielen. Austria Wien, Philipp Ochs, ja, es ist alles bisschen sehr, sehr hochgegriffen hier, würde ich sagen, ja. Da gucken wir mal rein, was der für eine Stärke hat. Auch 70, ne, Jesus. Schwierig, schwierig. Aber hier, guck mal, Lichtleudel Lafnitz, die haben irgendwie ganz kack Spieler. Die haben nur 75er und 55er, 57er und 55er. Die sind natürlich auch wahrscheinlich ihr allerletzter Platz. Das wäre noch eine Möglichkeit, ne, das wäre die Frage, ob du dir das antun willst. Wir haben nicht nur 55er, aber eher schwach auf der Brust. Ne? Komplett letzter hier, so was die Stärke angeht, auch weit. Hier haben wir 690 und die haben halt einfach 615. Also die sind richtig, richtig weit weg und in der Schweiz können wir auch noch gerade durchgucken. Aber das sind auch 70er Leute. Ne? Das ist schon, da ist schon ein bisschen was am Brodeln hier. Also da glaube ich nicht, dass du dich so unfassbar gut durchsetzen kannst. Auch hier die halbwegs Schwachen sind dann auch alle 66 plus. Also, na gut. Hier eventuell FC Vaduz mit 60. Hier können wir nicht hin. Nach Vaduz könnten wir dich. Sind natürlich dann auch letzter, stärketechnisch. Aber ich glaube nicht ganz so weit, oder? Doch auch ziemlich weit. Also Vaduz. Oder was war in Österreich gewesen? Die anderen komischen. Überleg mal. Wie du es vorhast, ansonsten wäre vielleicht fast schon die Regionalliga eine geile Idee. Hier so West oder so, da könntest du zum Beispiel bei Duisburg unterkommen, bei Köln, bei Münster. Duisburg ist ja auch unter Lewandowski hin, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf. Irgendwen haben wir doch da hin verliehen, oder nicht? Ja, da Heiko Lewandowski ist dahin gewechselt, aber die spielen nicht mit außen. Ach, es ist ein Kraus auf jeden Fall. Falls du in die Regionalliga wollen würdest, sag nochmal Bescheid, wir haben ja noch ein bisschen. Und dann werde ich das organisieren oder einen von den beiden Vereinen, die ich dir gezeigt hatte. Oder einen ganz anderen, den du vielleicht gesehen hast, den ich übersehen habe. Ist auch okay, natürlich. So, Mantania will ich eigentlich irgendwie auch direkt mal spielen lassen hier mit als schwacher Typ. Ne? Und wir könnten auch Villeneuve direkt mal raus und Mike Schulz einfach mal reinschmeißen. Gegen Auerbach muss das ja wohl klappen. So, dann haben wir noch, Tabsoba kommt dazu, vielleicht noch ein ZM. Gibt es da einen ablösefreien? Nee, gab es nicht. Dann sollte die zweite Mannschaft wünschen Kader nicht so groß halten. Okay, alles klar. Dann haben wir noch in den YouTube-Kommentaren, hatten wir auch noch ein bisschen was. Und vielen Dank dafür immer. Ne? Das sind so immer meine Highlights, muss ich sagen, wenn ihr da überall kommentiert. Und zwar, Alex meinte, seinen Spieler sollen wir noch zum zentralen Mittelfeldspieler umtrainieren. Können wir machen. Trainingsziele, Robustheit können wir nochmal wegmachen. Zentraler Mittelfeldspieler ist dann auch ziemlich schnell fein damit. Müssen wir einfach mal gucken, was man da eher für Sachen braucht. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so Zweikampf, sondern da bräuchten wir eher noch sowas wie Dribbling oder so. Keine Ahnung, gucken wir gleich mal. Und zwar ZM, was sind wir denn da? Fernschüsse, Schusskraft, ja, Dribbling, ne? Schusskraft und Fernschüsse noch. Schusskraft und, oh, und Balance noch, okay. Also nochmal, Fernschüsse, Schusskraft, Balance vielleicht noch. Weg. Fernschüsse, Schusskraft und wenn noch was passt und es passt noch was, machen wir noch Balance darin. So.
Alles klar. Ronny, am besten jetzt im Pokal rausfliegen à la Frankfurt. Ja, und dann die Europa League gewinnen. Ne? Da wäre ich dabei. Fände ich nicht verkehrt. Chencho Player, schöne Folge. Hallo von einem stillen Zuschauer. Ja, hallo zurück von einem lauten YouTuber. Jonas Buhr, mal sehen, ob man sich gegen Auerbach blamiert. Würde eventuell den Verein verlassen wollen, wenn eine Laie sich anbietet. Ja, das hat mich ehrlich ein bisschen getroffen, weil wir sind hier im Mittelfeld nicht so unfassbar stark aufgesetzt. Und ich dachte eigentlich, du machst hier neben Indelmann den Offensivspieler. Aber natürlich können wir da auch gucken, was sich da so gibt. Ne? Also, War jetzt überhaupt nicht im Plan, ehrlich gesagt. Da irgendwie zu schauen, wo du hin verleihen werden könntest. Ja, Bochum, Bremen, Schalke, Hamburg, Gladbach. Überleg dir das nochmal. So, dann. Starfleet 1972, da war er ganz überrascht, dass er erwähnt wurde. Ja, herzlich willkommen bei uns in den Kommentaren. Da bleibt keiner aus, ne? Bleibt keiner aus. Und Jimmy Leipzig bei den Transfers gehe ich voll mit. 90 Millionen sind eine Hausnummer. Vielleicht holt man noch zwei, drei Erfahrene mit Kolaginat, Ward-Prowse und so weiter. Brauchen wir für die Teamdynamik. Dortmund ist leider noch zu weit weg, aber egal. Erstmal im Pokal weiterkommen. Und Sascha Meier freut sich über die dritte Liga oder auf die dritte Liga. Ja, ich freue mich auch, dass du da bleibst. Finde ich super. Finde ich klasse. Ich hoffe auch, dass wir den Jonas noch irgendwie rumschlawenzelt kriegen. So, wir gewinnen hier hundertprozentig im DFB-Pokal. Das muss schon sein, ne? Das muss schon sein. Bernd Richter ist der Trainer der Auerbacher und der guckt sich an, wie angepfiffen wird von Michaela Libegovic. Und ja, es ist noch nicht so wild, was passiert. 5 Minuten sind rum. Die Fans sind noch nicht aus dem Häuschen, aber jetzt vielleicht von der linken Seite mit Doksch. Der bringt eine Flanke in die Mitte, da ist Etete, aber der wird da von Niklas Kubic, dem Rechtsverteidiger der Auerbacher, gestört. Die schwarz-gelben Löwen sind hier relativ offensiv ausgerichtet. Das müssen wir vielleicht ausnutzen mit üblen Kontern. Ne? Inselmann holt gegen Yannis Marseillais einen schönen Ball zurück. Das ist wunderbar. Und jetzt geht's nach vorne über Scott McScorer. Tolle Vorbereitung auf Inselmann. Und der schießt einfach mal. Der wird abgefälscht. Der Ball. Ganz knapp am Tor vorbei. Und deshalb gibt es Ecke. Die kommt rein von unserem neuen Rechtsverteidiger, Zibin. Da steht Molla Wagu in der Mitte. Und der klärt zur nächsten Ecke. Also kann da der liebe Rechtsverteidiger erstmal stehen bleiben. Die kommt jetzt diesmal auf den kurzen Pfosten. Die kommt ziemlich gefährlich. Und da kommt Bazzoli, der Torwart, herangeflogen. Knallt gegen den Pfosten. Lenkt den Ball aber raus. Dann ist der Vague. Klärt einen Ball. Aber vor die Füße von Schumann. Und Ronny muss nur noch aus der Distanz ins leere Tor reinschießen. Und macht er ganz toll. Präzise links unten ins Eck. Der Torwart liegt noch am Pfosten. Ey, der packt sich den Kopf und heult und weint und ist traurig und tut sich weh. Und dann ist der Ronny da. Und den interessiert das nicht. Der haut das einfach rein. Genau so muss man es machen. Ist dann so. Oh, die Auerbach aber jetzt mit einem Gegner. Anzug über Charlie Larkin und Grimaldo, der bringt den Ball zu Marc Richter, der schießt, dann macht er das Tor, au, aber abseits. Sascha Meier das erste Mal geschlagen, aber abseits. Ja, ja, Ecke von der rechten Seite wieder, Zibin mit dem Ball in die Mitte rein, Molla Wagu klärt erstmal und dann kloppt Barth den raus. Max Barth haut den Ball aus dem Strafraum raus und dann ist schon wieder Ronny da. Und Ronny hat heute ein gutes Füßchen. Der guckt schon wieder. Der will schon wieder schießen. Und der schießt. Und der schießt aber Etete an und der Ball knallt von der Hacke Richtung Tor. Bazzoli guckt hinterher und der Ball geht aber am Tor vorbei. Ja, was ist denn hier mit dem Ronny los? Der will richtig loslegen, aber Niklas Doksch auch schon wieder das zweite Mal unterwegs. Auf der linken Seite startet jetzt durch, flankt in die Mitte, da ist Etete, der umspielt noch einen Gegenspieler, nimmt den Ball sogar an und dann, schießt er knapp am Tor vorbei. Mensch, da hat er all seinen Skill rausgehauen für die Dribblingseinlage da und dann nicht mehr aufs Tor schießen können. Schade, schade. Marc Richter mit einer gelben Karte, klares Foulspiel. Ja, nichts Böses, aber taktisch, ne, und dann Gegenzug einfach da. Unterbunden. Etete setzt sich da richtig gut durch gegen Molla Wagu und dann schießt er knapp am Tor vorbei. Achso, war eh abgepfiffen wegen Stürmerfoul. Na gut. Nächstes Foulspiel, Scott McScorer mit dem gelben Kärtchen gegen Adriano Grimaldi. Und 1-0 zur Halbzeit ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, aber ja, wir sind am Dominieren. Ist jetzt nicht so, als müssten wir hier irgendwie uns echauffieren, wie schlecht das läuft, sondern wir müssten einfach mal ein bisschen noch nachlegen. Okay, perfekt. Wir nehmen die guten Noten direkt mit. Ronny Schumann darf mal raus. Und der Rest bleibt erstmal. Hat er gut gemacht, der Ronny. Kann er sehr schön gebrauchen, die
Note 1,5 für den Ligastart, ne, damit man da richtig gut direkt in Form ist. Ist das immer eine klasse Idee. Auch wenn das die Spieler insgesamt nicht so geil finden, in der 45. schon ausgewechselt zu werden. Kann ich auch nachvollziehen, aber ist dann so. Also von daher kommt jetzt Jonas Buhr, der ja irgendwie gehen will. Ich weiß doch nicht so ganz, was da los ist. Hat sich vielleicht mit dem Trainer überworfen, ich weiß es nicht. So, zweite Halbzeit bisher eher scheiße. Und jetzt in der 58. Minute Ecke von der rechten Seite. Zibin bringt die aber den Bazzoli genau in die Hände rein. Also auch kein großartiges Ding hier. Nichts Wildes, nichts Gutes. Dann können wir mal Josh Timon einwechseln. Und haben wir noch jemanden, der nicht ganz so blöd gespielt hat. Eigentlich Zibin, ne? Ja gut, dann darf der auch nochmal raus. Gut. Ja, ist ein bisschen wenig. Also 1:0 gegen Auerbach. Die sind immerhin auch 130 Punkte schwächer. Das sind quasi zwei Spieler. Das ist schon eher nicht so geil. Stadion ist natürlich ausverkauft. Die Löwen freuen sich über Einnahmen und sind natürlich oder sehr wahrscheinlich raus in der ersten Runde. Ecke von der rechten Seite. Josh Timon auf Inselmann mit dem Kopf. Und dann, ui, knapp hinten aufs lange Eck vorbei. Die Schwarz-Gelben wechseln. Timothée Rupil kommt rein für Marc Richter. Da freut sich natürlich auch jeder, der mal hier gegen Bundesliga-Spiel, gegen Bundesligisten ran darf. Ne? Arben Kokolari kommt rein für Patrick Susek. Und Maximilian Bär kommt rein für Niklas Kubit. Den haben wir heute wenigstens schon mal ein, zwei Mal im Textmodus wahrgenommen. Ja, es ist nicht so viel. Ne? Schon wieder eine Ecke. Wir kommen irgendwie nur zu Standardsituationen. Und die ist aber auch kein Problem für Bazzoli. Hat das Leder da sicher. Und können wir mal so ein bisschen meckern. Also irgendwie finde ich das schon ein bisschen scheiße, was wir gerade hier tun. Aber ist dann so, ne? Was willst du machen? 6 Minuten haben wir noch. Und Chris Richards kloppt den Ball einfach mal nach vorne. Und da ist Etete. Der verliert das Kopfballduell gegen Vargoué. Aber Vargoué klärt den Ball vor Torben Inselmanns Füße. Und der schießt einfach mal, macht den Ronny. Und der Ball knallt in die Mitte des Tores, aber da steht natürlich Bazzoli und der hat den, ja, doch kein Ronny gemacht. Aber jetzt noch mal kurz vor Ende geht es noch mal ein bisschen voran hier mit Wiekow auf der rechten Seite, bringt die Flanke rein, irgendwie auf Schulz und der schießt und Bazzoli kann ihn halten. Ja, wäre auch schön gewesen, ne? Schulz einfach mal noch ein Tor gemacht oder so, das wäre schon schön. Macht doch jetzt mal noch eins, kommt, auf ihn. Eins geht doch noch, oder? Meine Güte, 0:1 gewonnen, also das ist eher schwach. Aber was soll's? Weiter. Wir werden uns nicht beschweren. Ne? Ronny, bester Mann. Jonas Buhr hat aber auch gut gespielt. Wiekow hat noch gut gespielt. Der Rest eher so mittelmäßig. Wir gucken rein in die Ergebnisse der ersten Runde DFB-Pokal. Bayer Leverkusen, also wir machen da andersrum, ne? Damit ihr immer wisst, wer zu Hause gespielt hat und wer der Auswärtsmann war. Kiel verliert gegen Leverkusen. Lokomotive Leipzig verliert gegen Stuttgart. Augsburg verliert gegen Hertha. Kickers Offenbach verlieren gegen Bremen. Rosenheim verlieren knapp gegen Leipzig und haben sogar geführt mit 1:0 in der dritten Minute. Chemie Leipzig ist raus gegen Mainz. Schott Mainz nur 0:1 gegen Bayern München verloren. Unteraching verliert gegen Gladbach. Osnabrück verliert gegen Bochum. Chemnitz gewinnt gegen Eintracht Frankfurt. Und damit ist die erste Sensation hier offen. Und die zweite folgt zugleich. Altklinike setzt einfach Union Berlin vor die Tür. Huiuiui. Das sind zwei starke Ergebnisse für die Underdogs hier. Bremer SV verliert gegen Hoffenheim, Sandhausen verliert gegen Köln, Magdeburg im Elfmeterschießen weiter gegen Schalke, der nächste Kracher. BFC Dynamo Berlin verliert gegen Hamburg, Rödinghausen verliert gegen Wolfsburg, Wiesbaden verliert gegen Dortmund, Nürnberg gewinnt gegen St. Pauli, Aue verliert gegen Düsseldorf, Dresden im Elfmeterschießen weiter gegen Braunschweig. Rot-Weiß Essen gewinnt gegen den KSC, Flensburg gewinnt gegen Ingolstadt, meine Güte, das sind aber auch immer so viele Spiele. Halle gewinnt gegen Darmstadt, 1860 München verliert gegen Rostock, das ist ja hier das Duell der ehemaligen. Ja, das ist ja witzig, ganz, ganz stark. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ganz klarer Auswärtssieg für Hansa Rostock gegen 1860. Meppen verliert gegen Paderborn, Heidenheim gewinnt gegen Kaiserslautern, Duisburg gewinnt im Elfmeterschießen gegen Mannheim, das finde ich auch sehr schön. Heider verliert gegen Freiburg, Steinbach-Heiger, also eben Heider, jetzt Heiger, verliert gegen Hannover, Groß Asbach im Elfmeterschießen verloren gegen Regensburg und Fortuna Köln gewinnt gegen Arminia Bielefeld.
Damit können wir uns auch noch die Auslosung angucken. Wir haben ja Zeit, müssen uns ja nicht stressen. Gladbach darf direkt mal zu Hause dran. Wir gucken gegen wen? Gegen Leverkusen. Oh, das ist natürlich Derby-Stimmung. Das ist schon für die zweite Runde auch ein Kracher-Duell. Ne? Das ist schon mal nicht direkt ein Titelfavorit, aber ein Mitkandidat schon mal raus auf jeden Fall. Chemnitz, da müssen wir hin. Wir sind schon gezogen worden. Wir gehen nach Chemnitz. Schade, dass wir nicht zu Hause spielen dürfen, aber nehme ich so mit. Schauen wir mal, was es noch für interessante Duelle gibt. So richtig interessante sehe ich jetzt gerade keine. Düsseldorf gegen Essen ist noch ganz interessant wegen, ne? Dann haben wir noch Bayern München gegen Stuttgart. Und Leipzig gegen Hansa Rostock. Oh, bin ich auch gespannt. Also, zweite Runde eher so nicht so spannend. Außer halt die paar, die dann spannend sind. Ne? Die sind umso spannender. Oder so. Yes, yes, yo. Velkovic würde gerne kommen. Und da können wir natürlich hier noch ein bisschen was machen. Ne? Dann machen wir das noch. Und dann machen wir... machen wir das hier noch. Und von mir aus kriegt er auch noch irgendwie 4%. Wenn wir ihn noch verkaufen sollten, kann er auch 4% bekommen. Auflaufprämie. Zu Nullprämie kann er auch was kriegen. Ne? Das finde ich immer irgendwie... Hätte ich in der Realität... Oder habe ich in der Realität auch gerne, wenn es so Verträge sind, die... Aber es bringt einfach nichts. Okay, dann halt nicht. Wenn wir absteigen, darf er zu 50% gehen. Ist mir auch vollkommen egal. Gerne doch. Ja. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere sagt, nee, das hätte auch ein bisschen geiler sein können, aber ich bin damit zufrieden. Kriegen wir hin. Warum ist Ihre Mannschaft stärker als in der vergangenen Saison? Ich hoffe, dass wir stärker sind, weil wir auf allen Positionen gut besetzt sind. Wir finden uns als Team immer besser, spüre, dass die Neuen gut passen. Wir haben aus der vergangenen Saison viel Erfahrung mitgenommen, das wird uns stärken, genau. Das können wir so sagen. Guck mal, alle Moral plus 2. Welche Defizite sehen die noch? Und fehlt der Glaube, dass wir mit der Truppe was reißen können? Das finde ich hart. Als Aufsteiger ist das normal, wenn man in praktisch allen Bereichen noch Defizite aufweist. Daran arbeiten wir. Das ist aber bestimmt sehr negativ, oder? Ich rede nicht über Defizite. Mal gucken. Stimmung plus 2 und Medien bestimmt minus, oder? Nee, gar nicht. Ja, das ist ja eine super Antwort. Die sollte man sich merken. Ja, Frankfurt, Berlin und Schalke sind raus als Bundesligisten aus der ersten Runde DFB-Pokal. Wir haben uns nicht blamiert. Rücken Nummer 12. Machen wir mal Rücken Nummer 21. 12 ist irgendwie so die Fan-Dings. Pressekonferenz dafür. Sascha Meier wieder in der Reserve. Spieler sind so sehr froh über die Neuverpflichtung. Und Richard ist verärgert. Ich weiß nicht warum. Ist doch Schwachsinn, ey. Servais wird ausgeliehen, ja, wunderbar. Pokal, Prämie kriegen wir 80.000 für Fernsehgelder. Lang ist noch verletzt. Okay, perfekt. Jugendmannschaft. So. Hier sind einige Leute jetzt am Start, ne, mittlerweile. Guck mal hier, linkes und rechtes Mittelfeld, 64 ist auch nicht verkehrt, ne. Da solltet ihr euch unbedingt mal irgendwie reingucken, ob ihr da Spieler seht, die ihr gerne hättet. 59 in der B-Jugend, aber hier haben wir über 60 schon in der A-Jugend. Das ist gar nicht so verkehrt. Ein Stürmer ausnahmsweise mal. Stürmer haben wir irgendwie nicht so viele, muss ich sagen. Da haben wir kaum Leute da, die wir als Jugendspieler, also als Community-Spieler rausgegeben haben. Aber hier hätten wir mal einen. Sechster Talent, 63, 17 Jahre. Ist noch nicht übermäßig krass, aber da kann was gehen. Ne? Geben wir dem noch was? Nee, der kann nichts hier. Also kriegt keinen. Okay, kriegt er keinen. Ja, wunderbar. Damit haben wir doch die erste Runde DFB-Pokal hinter uns bekommen. Und ich würde auch sagen, wir gewinnen gegen Berlin. Die Kickers-Fans feiern Gary Blumack wegen des Wechsels von Tapsoba. Fabio Schneider wechselt von Hamburg zu Mainz. Das ist ja auch ein ehemaliger von uns für 34 Millionen Euro. Auch gar kein schlechter, ne? Gar kein schlechter. Ja. Rhys Oxford von Villarreal zu Man City. Von mir aus. Sag ich da nur. Von mir aus. Player. Ja, da werde ich natürlich auf jeden Fall Jude Bellingham wählen. Das ist ganz klar. So als Deutsch, Deutscher sage ich, als Dortmunder. Kai Havertz kann ich nicht wählen, weil ich bin Nationaltrainer bin. Von Deutschland. Dann haben wir noch. Sobolai finde ich eigentlich auch mal interessant, den Typen.
Und wen haben wir noch? Ja, ein Österreicher. Wenn jemand ein Österreicher dabei ist, dann kann man den auch mal wählen, oder? Yusuf Demir. Den können wir mal mitnehmen hier, den Kollegen. So, auch hier der liebe Amiri willkommen. Und auch den werden wir Dinge geben. Und er wird 2% bekommen, das ist okay. Weil dann können wir ihm hier, ja, Stamm, er wird einfach ein Stammspieler sein. Ne? Er wird die tragende Säule sein und im Mittelfeld die Strippen ziehen. Das ist jetzt halt unser Typ einfach. So ist das. Für 4 Millionen, guck mal, der hatte bisher 6,2 Millionen. Also da, finde ich, kann man auch sich freuen, dass der ein bisschen runtergegangen ist von seinen Erwartungen. Hier gehen wir auch mal ein bisschen runter von den Erwartungen. Er will eigentlich gerne bleiben, dann bleibt er auch. Wiekow verzichtet schon wieder auf Gespräch. Das ist auch so nervig, ey. Das ist so nervig. Dann haben wir einen neuen Jugendspieler, Daniel Becker. 3,5 Sterne. 54 ist auch okay. Teamplayer, rechtes Mittelfeld. Das ist halt auch ganz gut für uns immer, ne? Zack, zack. Chris Hammond. Scouting abgeschlossen. Standesgemäße Vorstellung. Ja, hier wollte einer nach Stuttgart, oder Stuttgart hat hier jemanden angefragt gehabt und ich habe ihn ziehen lassen. Nämlich noch ein linkes Mittelfeld, irgendwie mit 3,5 Sternen, 17 Jahre braucht man nicht, ehrlich gesagt. Er spielt jetzt in Stuttgart. Ist okay, soll er machen. Viel Spaß. Wir wollen keinem die Steine in den Weg legen. Ne? Langfristig habe ich alles schon gemacht hier. Ja, sehr schön, wunderbar, habe ich gut gemacht. Klasse, Gary, hast du gut gemacht. Aber wir müssen schon wieder, wir müssen weiterhin reden hier. Geht nicht, haben wir schon. Ah, fuck. Wir müssen weiter mit den Leuten reden, dass die miteinander reden. Denn der Kollege auf der rechten Verteidigerposition, die beiden Kollegen, die können sich irgendwie nicht abhaben. Die sind sauer aufeinander und das müssen wir unbedingt ändern. Super letztes Spiel, lieber Ronny. 5 Moralpunkte, klasse. So, dann hier. Gehen wir hier noch in die Gespräche rein. Kopfball verbessern, bitte. Körperlich stärker werden. Als Innenverteidiger immer wichtig, ne? Ich weiß nicht, warum hier so wenig Plus ist. Dolmetscher wäre der erste Schritt, aber ein Mitspieler, der dieselbe Sprache... Die haben einen Spieler, der sprachlich komplett isoliert ist, okay. Und was ist der Rest hier? Die Gehaltsstruktur in ihrem Kader ist nicht gut durchdacht. Butchkauskas. Aber die wollten auch nicht, ne? 900.000. Oh ja, eine Kamera kriegt 900.000, ist halt auch echt hart, ey. Halt auch echt hart, ehrlich gesagt, für die zweite Mannschaft. Vielleicht sollte man den auch einfach mal rausschmeißen. Kilic können wir mal gucken. Neuer Vertrag. Auch noch so lange gültig. Shit, ey. Hammond können wir auch mal versuchen. Der will nicht. JT können wir mal versuchen. Auch noch so lange. Huch. Der wechselt ja bald. Deutsch können wir mal noch gucken. Der will nicht. Okay. Dann ist das so. Aber bei Yannick Haberer wäre fast die Frage, ob man den nicht auch irgendwie verkauft. 69er ZM. Wir haben auch noch unseren Grübel. Aber vielleicht war der auch mit irgendwem befreundet. Das werden wir jetzt erstmal gucken gerade. Und das gucke ich aber selber nochmal nach. Nee, ist mit keinem befreundet, ist aber auch egal. So. Das gibt nochmal 23 Millionen für Leverkusen. Und hier werden wir auch 2,5 haben wollen. Forderung stellen. Wer will bleiben, dann bleibt er. Belkovic steht unter Vertrag. Die Rücknummer 4 können wir mal ändern. Das ist auch jetzt irgendwie für so einen nicht so geil. Pressekonferenz, Scouting abgeschlossen. Yip Yen drängt sich auf. Ey, was ist denn mit diesen Richards los? Ey, bei jedem, den wir hier holen, kriegt er hier Moralprobleme. Ey. Aber zumindest ist er nicht sauer. So, Angebot abgelehnt für Scharpenberg. Ja, liebe Leute, wir haben in der zweiten Mannschaft noch einige Menschen, die noch kein Spielerbild oder so haben. Ne? Also ich würde mal gucken.
wie das so ist, aber Scharpenberg zum Beispiel und Kaliska, die beiden, die kann man noch haben. Ich würde mal schauen, ob man nicht noch irgendwen irgendwie loswerden sollte, ehrlich gesagt. Könnte zum Beispiel ja auch. Garrett Barron wird jetzt ja noch verkauft. Chris Hammond brauchen wir dann noch. Aber vielleicht werden wir auch einfach Yazé noch mit 61 ist auch echt schwach. Und den können wir nur verkaufen, den können wir nicht verleihen. Das will ich dann auch nicht, ne? Komm, dann verleihen wir Kalichka. Den wollte jetzt eh noch keiner haben. Aber das geht hier. Die mit 66, würde ich auch sagen, in die dritte Liga geht schon ganz gut, oder? Mal gucken bei 1860, wie sieht das aus hier, Team DM? Ja, guck mal da, da darf er hin. Und ehemaliger Verein machen wir natürlich 0 Euro, aber das Gehaltsbudget sprengt das Gehaltsbudget. Eieieiei. Unterhaching, was mit denen? Spielen die mit DM? Ja, mit 2 sogar, alles klar. Dann halt nach Unterhaching. Aber die dürfen auch das Gehalt zahlen hier. Sprengt trotzdem das Gehaltsbudget. Was haben die denn für ein Gehaltsbudget alle? Meine Güte. Okay. Bitte. Gibt's doch gar nicht hier. Die verarschen mich doch hier. Wie geht's jetzt nach Sandhausen, ey? Oder nach Bremer SV. Bremer SV ist bestimmt auch irgendwie ein cooles Team, oder? Guck mal hier. Ja, ja, da geht's denn jetzt. Bremer SV. Den schenken wir denen jetzt erstmal für ein Jahr. Haben wir dann noch irgendwas, was wir unbedingt verwechseln sollten? Wie gesagt, einer geht. Andere sind halt alles Community-Player, ne? Scharpenberg können wir eigentlich auch noch verleihen dann. Linkes Mittelfeld haben wir auch gerade so viele Menschen. Ich weiß nicht, warum ich bei denen allen nicht verkaufen machen kann. Was ist denn da los? So. Da geht es aber mal zum ehemaligen Verein. Okay. Und wir haben schon eine halbe Stunde, aber ich möchte eigentlich trotzdem auch noch ganz gerne das Spiel gegen Hertha mitnehmen. 2 Spiele ist schon, muss schon sein, wenn wir keine 2 Spiele jetzt mehr hinkriegen. Dann wird es langsam knackig. Komm, Freiburg ist auch so eine Herzensangelegenheit für mich. Finde ich auch einen coolen Verein einfach und hier unterstützen wir. Der darf jetzt gehen für 2,2. Kapitäne der Liga, Führungsqualitäten. Man sieht es auch, die anderen Vereine haben Führungsqualitätsprobleme. Ne? Guck mal, kaum einer über 5. Über so 6 oder so. Ne? Also im überdurchschnittlichen Bereich ist da kaum einer. Kühn-Castells zum Beispiel. Bei Borussia Dortmund ist es Thomas Delaney. David Alaba bei Bayern. Und so weiter und so fort. Kaufangebot für JT? Nein. Nein. Der bleibt bei uns auf jeden Fall. Scouting abgeschlossen, ausgeliehen, wunderbar, perfekt, alles klar, weiter geht's. Die Reserve, hat die gerade verloren? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Markus Ganzmann, der war auch mal bei uns für ein Jahr, ist jetzt zu Dortmund gewechselt. Linksverteidiger, 80er Stärke, auch nicht schlecht, ne? Und auch noch sehr jung mit 24 oder relativ jung. 30 Millionen hat er eingebracht, ne? War mal irgendwie ein Jahr bei uns zur Leihe, hat 8 Spiele gemacht. Sie gelten als Freund teambildender Maßnahmen. Was steckt alles in Ihrer Wundertüte? Es reicht nicht, sich einmal ins Boot zu klettern oder zu setzen. Darauf möchte ich mich nicht festnageln lassen. Klettern, Rafting, Ideen sind genug vorhanden. Wir werden die Spieler überraschen. Hoher Zusammenhalt in der Mannschaft kann eigentlich nur über hartes Training erreichen. Die anderen Maßnahmen sind nur ergänzend. Teambuilding kann man nicht in Vorbereitung trainieren. Sowas wächst in der Saison zusammen. Ich habe immer jemanden an der Hand, der sich nach den neuen Möglichkeiten umschaut. Langeweile wird da bestimmt nicht aufkommen. Das ist doch bestimmt was für die Menschen, wollte ich sagen, für die Spieler. Stimmung plus 2, perfekt. Ja, unsere Nummer 11 passt doch ganz gut, oder? 11 ist eigentlich so eine, eigentlich hätte ich dem gerne die 10 gegeben. Wer hat denn die 10 bei uns? Pressekonferenz, Angebot für Wagner. Froh über Neuverpflichtung. Ei, der Inselmann macht sich Sorgen. Und die Reserve hat verloren gegen Unterhaching. 0-1. Trotz Sascha Meier im Tor. Und da bin ich gespannt. Also die zweite jetzt unter Zugzwang in der dritten Liga. Das wird sehr, sehr interessant.
was da so geht. So, Amiri würde ich eigentlich auch gerne direkt einsetzen wollen gegen Berlin. Ich täte genauso. Ich weiß nicht, irgendwie der stellt so ein bisschen komisch schon mal auf, der Typ. So. Ja, Mike Schulz sollte sich das noch überlegen. Jonas Buhr sollte sich das natürlich auch noch überlegen, was der so macht. Toll, ist der direkt verletzt? Das ist ja auch geil. Kommt hier an, ist direkt verletzt, ey, danke. Kickers-Fan feiern Gary Blumer. Guck mal, die feiern mich alle, dass ich von Leverkusen die Leute wegkaufe. Na, Federico Navarro wechselt von Defensor zu Tottenham für 72 Millionen. Auch ein harter Brocken an Geld. Dann haben wir hier den Ganzmann von Köln nach Dortmund. Dann haben wir Amiri und Velkovic, die zu uns wechseln. Trainer Karussell. Oh, es gibt sogar neue Leute schon hier. Kennen wir aber alle nicht. Aha, hier wollte ich doch auch noch hin. Unbedingt wollte ich hier hin. Ja, Verletzungspech bei Michael Lang. Der ist eh nur noch als gute Stimmungsmaschine da und als Führungsspieler. Montana kriegt ein bisschen an Ausdauer zurück. Das war schon! Okay, aber in der Vorbereitung hat man es voll auf, ne, dass da nicht viel passiert. Und dann passiert da häufig noch ein Minus. Also von daher sind wir eher glücklich, dass da nichts passiert ist. Berlin nehmen wir noch mit, den ersten Spieltag. Das möchte ich doch unbedingt noch haben. Gewinner der Vorbereitung ist irgendwie Mainz. Ja, wir sind nicht so geil dabei gewesen, aber macht nichts. Wir sind dafür die Gewinner der Saison. Liga-Fakten, der Beste ist Jude Bellingham mit 93, der Jüngste ist Mike Schulz. Haben wir sonst was von uns hier? Jüngsten insgesamt sind wir. Ich glaube, waren wir letztes Jahr auch schon. Und Besten sind die Bayern, die schlechtesten Union. Also von daher sind wir da gar nicht so schlecht. Dann sind wir auch in der dritten Liga die Jüngsten und haben den höchsten Marktwert. Okay. Manuel Gibbelsberger, den haben wir ja verliehen nach Chemnitz. Das ist eigentlich auch unser Bester in der Liga, ist Sascha Meyer. Du bist einfach das Zugpferd der dritten Liga bist du quasi jetzt ab sofort. Auch schön. Der Älteste ist auch von uns. Juan Mata finde ich auch immer schön, den Ältesten und den Jüngsten stellen zu können. Wunderbar. Nach Stärke bitte. Und da sind wir angeblich Vierter. Du wisst doch Bescheid, Jungs. Kaufangebot für Thomas 1? Nein. Brellung Scorer fällt aus. Scouting abgeschlossen. Garrett Barron, Velkovic, Angebot für Ortega Moreno abgelehnt. Sponsorenangebot, da können wir noch reingucken. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein. Aber jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich machen wollte. Irgendwas wollte ich in den Kommentaren haben, damit ich das nicht vergesse. Jetzt habe ich schon vorher vergessen. Auch geil. Sehr geil, der Gary, sehr geil. Das war aber hier irgendwas mit den Newsletter. Achso, die Scouts. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, dass ich die Scouts unbedingt dann mal ändern wollte. Alter, ist aber auch so eine Mimose hier, wenn wir da geholt haben, ey. Jetzt wollen die beide nicht mehr miteinander reden. Ja, Dankeschön, ey. Ja, okay, ich bin gespannt, ey. Ich bin sehr gespannt. Ergebnisse in der zweiten Mannschaft sind 3 Siege, 2 Niederlagen. Also ziemlich ausgeglichen. Totti ist schon nicht mehr da, ne? Das war vielleicht nicht das Beste für die Mannschaft, aber vielleicht das Beste für ihn, hier ihn nach St. Gallen zu verleihen. Es geht ran gegen Hertha BSC Berlin, auswärts im ersten Spiel der Saison. Wir sind knappe 10 Punkte besser, also das ist ein ganz enges Ding. Topspiel ist VW gegen Red Bull, dann haben wir Dortmund gegen Köln und Bayern gegen Schalke. Max Gora ist noch verletzt, das heißt, da werden wir auch noch kurz irgendwie was ändern müssen. Und wir werden deshalb natürlich Jonas Buhr mitnehmen. Schlotterbeck, wir nehmen Velkovic dafür mit. So, haben wir hier eigentlich auch mal noch alle Aufgaben irgendwie neu verteilen oder so. Freistoß aufs Tor. Amiri, guck mal, kommt der hier mit einer 85 ran. Ne? Bei Inselmann habe ich das übrigens auch mal als Trainingsziel angegeben, damit wir wenigstens einen haben, der irgendwie vernünftig was machen kann. Meine ich zumindest, warte mal kurz. Trainingsziele. Elfmeter habe ich ihm gemacht, genau, weil Elfmeter haben wir echt so richtig, richtig schwache Leute nur. Aber auch erst als Drittes oder so. Jaite, nein, wird nicht geholt, nein, der muss bleiben, ist so. Michael Lang kommt nicht zum Mannschaftsessen, was ist denn mit dem jetzt los? Ist der jetzt auch sauer, der ist die ganze Zeit verletzt, der liegt im Krankenhaus, der kann nicht mitessen, ihr Pfeifen. Gut, okay, alles klar, wir gucken uns das Spiel an, das erste Spiel der Saison, der neuen Saison als DFB-Pokalsieger. Da haben wir natürlich jetzt auch was, die sind jetzt auf uns eingestellt, ne? Die nehmen uns nicht mehr auf die leichte Schulter. Aber Berlin ist ja trotzdem Gegner, den man vielleicht besiegen könnte. Auf geht's, meine Lieben. Feuer frei. Druff. Und ja, druff und rein am besten, ne? Das wäre schon schön.
der Minuten gespielt, 5 Minuten gespielt. Bisher passiert hier noch nicht allzu viel, aber es gibt schon mal jemanden, der führt, und zwar Union gegen Leverkusen. Ja, schwächste Team gegen die, die wir eben gerade leer gekauft haben. Und in der 11. Minute geht es bei uns dann auch endlich mal rund, aber für die Berliner, die kontern jetzt im eigenen Strafraum. Kunja vor Dirk Schröder, er schießt und das Ding geht nicht rein, weil der Schröder hier noch die Fingerspitzen dran bewegt. Das ist natürlich eine Felswand da hinten drin in diesem Tor, dieser Dirk Schröder. Na, meine Güte, was der da auch alles schon, was das da auch ein Typ einfach ist, ne? Von der Stärke 88, ist schon sehr krass. Aber die nächste Chance wieder für die Hertha über Rashica von der linken Seite, bringt eine Flanke rein, aber Dirk Schröder fängt sie vor Mateusz Bogusz einfach ab, hat er gut aufgepasst. Das ist hier bisher noch nichts von uns. Erste Chance über eine Ecke, Nadim Amiri bringt die vors Tor, aber die ist ja eher schwach. Alexander Schwolow kriegt die ganz locker runtergefangen, überhaupt gar kein Problem. Willendorf auf der rechten Seite, bricht aber jetzt mal durch. Ah, jetzt hat er da richtig viele Optionen. Rückpass auf Etete, ist aber schlecht gespielt. Meine Güte, was ist denn da los? Ja, war so super. So super gespielt bis zu diesem Pass. Ne? Der war dann schlampig. Flanke von der linken Seite. Plattenhardt ist mit nach vorne gegangen, aber auch die ist nicht gut. Und die landet bei Schröder. Also insgesamt ganz, ganz mäßiges Partie. Niveau hier. Jetzt nochmal Villeneuve mit der Flanke auf Etete. Der lässt ihn durch und dann guckt sich Niklas Stark um und tritt am Ball vorbei und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und am langen Pfosten ist dann Tor Mindelmann und der schießt. Aber auch der ist zu überrascht. Und dann dieser Ball sonst wohin. Aufs leere Tor, in die Wolken. Wie einst Jakub Blaszczykowski. Oh yeses. Also wir stehen hinten sicher, nach vorne geht nicht viel. Das ist noch nicht so geil. Haben wir uns so vorgestellt, ist vom Ergebnis her okay bisher. Aber okay ist halt auch irgendwie die kleine Schwester von nicht so geil. So, dann müssen wir hier noch motivieren. Und Feuer frei mal. Richards. Ja, wir werden auch noch nicht wechseln. Ne? Wir haben ja noch. Bam, badam, bam, bam, badam. Oh, wir kommen gar nicht wach aus der Kabine, weil Toussaint den Ball nach vorne kloppt, Rashica ihn auf Matteo Cunha verlängert und der aus 11 Metern schießt, aber dann ist Schröder schon wieder da, der ist wach, wenigstens einer hier. Huiuiuiui, und die Berliner kommen schon wieder von der rechten Seite diesmal mit Osa Butey, Flanke in die Mitte völlig frei, da ist Cunha, oh, Schröder hält den Ball und dann kommt aber der Nachschuss von Minus, Rashica 1:0 und da ist es dann passiert, es war sich angedeutet, wir sind bisher noch nicht so super im Spiel gewesen hier, das ist natürlich scheiße. 1:0 für die Hauptstädter und schon wieder Rashica unterwegs. Der holt den Ball von Tapsoda und jetzt spielt er den in die Mitte. Da ist Schröder dran und da kann den gerade noch. Gerade noch rausholen. Aber sowas von gerade noch. Das gab aber immerhin eine Ecke von Plattenhardt an den kurzen Pfosten. Bogusz kann sich da gegen Schumann durchsetzen. Dann ist in der Mitte Cunha komplett alleine und der muss das Ding ja nur noch reinköpfen. Dann ist es denn, nein, er kriegt das nicht aufs Tor. Was ist denn mit dem los? Huiuiuiui. Oh, und Tapsoda hier mit einem, ja, das war nicht so nett. Mit einem Frustfoul gegen Cunha. Gelbe Karte, haben wir Glück gehabt. Haben wir sehr viel Glück gehabt. Und das ist bisher aber hier alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben, ehrlich gesagt. Aber sowas von nicht. So, wir werden Bur reinbringen. Und wir werden auch in der Innenverteidigung Tapsoda mal raus, wegen der gelben Karte. Ich habe gar keinen Bock hier auf Gelb-Rot oder so ein Schiss. Und Niklas Dogsch darf für Tavares mal gehen. Dann haben wir nur noch in Anführungszeichen Schumann, der jetzt 4,5 hat. Wir werden mal schauen, wie wir das hier weitermachen. Aber die drei mussten jetzt erstmal hier vom Feld. Halbe Stunde haben wir noch. Es steht 0:1. Und Hertha ist damit auf Platz 7, wir auf Platz 14. Hoffenheim erster vor Bayern und HSV. Menschenskinder. Das war bisher hier alles andere als geil. Und schon wieder Hertha mit der Ecke. Von Plattenhardt kommt sie rein. In der Mitte ist Osa Butey mit dem Kopfball. Aber der kriegt den Ball zum Glück nicht gut gedrückt. Und deshalb geht er am Torkosten vorbei. Am Torkasten geht er vorbei. Das ist schwach hier. Noch eine Ecke. Hertha setzt sich im Moment da ziemlich bei uns da ja, durch. Und Matteo Cunha verlängert den auf Rashica. Der ja, macht das 2:0. Das ist jetzt eher scheiße. Gut.
Damit wissen wir wenigstens, wo wir angekommen sind. Wir werden einiges verändern müssen, um hier ordentlich in der Saison klarzukommen. Also so geht das nicht. Schon wieder eine Ecke. Plattenhardt bringt sie rein und Moussa Boutet bringt sie aufs Tor und Dirk Schröder mit beiden Händen über die Latte und es gibt die nächste Ecke, die fünfte schon für Hertha BSC Berlin, die hier einfach ein gutes Spiel macht, muss man ja auch so sagen. Ne? Bogusch gegen Buhr im Kopfballduell, Jonas Buhr kann sich durchsetzen. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach mal irgendwie jetzt vollen Angriff fahren, weil das ist hier schwach, ganz, ganz schwach. Werden wir mal gucken. Josh Timon wird ausgewechselt für Montagnana. Kamara kommt für Etete. Auch gar nicht gesehen, den guten da vorne drin. Und die nächste Ecke schon wieder von Plattenhardt. Sechste schon. Zirkelt die vor das Tor rein. Geht aus dem Strafraum wieder raus. Landet bei Moussa Boutet. Und der schießt am Tor vorbei. Glück gehabt. So, Konterspiel vielleicht mal aussetzen. Und jetzt mal hier Pressing ein bisschen höher machen. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Amiri mal als Spielmacher. Und die nächste Ecke aber Berlin kommt auch zu nichts außer zu Ecken. Ne? Katterbach bringt die rein und Veljkovic klärt. Und dann ist der Cefuik, der bringt das Ding wieder rein. Und dann, was ist denn da? Da steht Lukas Toussaint ganz alleine und macht das 3:0. Oh, wow, 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 wow. Das ist auf jeden Fall hier ganz hartes Brot. Und wir haben auch keine Schnitte hier, ne? Egal was du umgestellt hast. Bringt alles nichts. Arne Meyer auf Bogusch, auf Kunja und der macht den Abseits-Tor. Okay. Also, das ist richtig, richtig sauer hier. Mai. Komplett. Wir haben 3 Chancen und die haben einfach 15 Chancen. Also, das Fünffache an Chancen. Ne? Kein Wunder, dass wir 3:0 hinten liegen. Da müssen wir gucken. Ja, und da gibt es auch noch. Rot für Tavares. Alter Schwede, was für ein gebrauchter erster Spieltag. Dritter Bogusch von hinten oben. Ist vollkommen richtig, dass das rote Karte gibt. Und dann finden wir uns auf einmal ganz, ganz unten. Nämlich auf Platz 16 wieder. Gemeinsam zusammen mit Mainz, Schalke und Bochum. Ja, gut. Erinnert ein bisschen an die letzte Saison und da sind wir zumindest Sechster geworden und Pokalsieger. Also von daher wollen wir noch nicht die Flinte ins Korn werfen, aber das ist natürlich ein erstes Signal, ne? Und zwar ein Alarmsignal, kein gutes. 3:0 gewonnen, verloren haben wir gegen Berlin. Insgesamt viele Tore an diesem Spieltag. Wir gucken mal durch. Borussia Dortmund gewinnt gegen Köln, Hamburg gewinnt gegen Bremen, Frankfurt gewinnt gegen Mainz. Union Berlin gewinnt auch zu Hause gegen Leverkusen. Das war natürlich auch ein harter Spieltag hier für die Stadt. Ne? Berlin und Berlin zusammen zu Hause gespielt. Bochum verliert gegen Hoffenheim. Wolfsburg gewinnt gegen Leipzig. München gewinnt gegen Schalke. Und Gladbach unentschieden gegen Stuttgart. Das einzige Unentschieden. Und wir haben auch nur einen Auswärtssieg, nämlich Hoffenheim. Und ich werde wohl jetzt gerade auch noch krank, ey. Meine Güte. Ja, schlimmes Spiel. Keine gute Folge. Pokal war auch nicht geil, ne? Da sind wir auch irgendwie weitergekommen, aber jetzt nicht gerade grandios. Veljkovic in der Elf des Tages, was hat der denn gemacht? Ja, 1,5, eingewechselt, gut gespielt, okay. Boah. Schwierig. Die meisten Tore gemacht hat Jakob Brunlasen, 3 Stück. Und daneben Rashica, 2 gegen uns, ne? Edwards auch schon wieder 2, Andres Silva 2. Ja, schauen wir uns an. Das kann auch wild werden. Piano, du musst doch sagen, was passieren soll mit deinem Spieler. Und ansonsten sind wir eigentlich jetzt durch hier erstmal. Der will hier auf jeden Fall mehr Gehalt. Werden wir machen. Richtung 4 Millionen müssen wir jetzt gehen bei allen. Ist so. Oh, da müssen wir, was haben wir? Gehälter sind schon minus, da müssen wir mal gerade mal hier. Das kann ich aber auch noch selber gleich machen, ehrlich gesagt. Ich sag schon mal Tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut, bis dahin. Auf Wiedersehen, tschüss, der Gang ist weg.